Hass, Hass, Doppelhass. So hätte eigentlich die Folge von gestern heißen müssen. Und die Phrase ist übrigens aus einem Film. Wer das weiß, pinnt mir das mal in die Kommentare. Aber erstmal willkommen bei mir, dem Thorsten, beim Spiel Clash of Clans. Und ihr seht das, ich bin zurzeit clanlos und ich weiß auch nicht, was heute auf YouTube los war, beziehungsweise doch heute war es. Ihr seht das Video jetzt am Donnerstag, für euch war es dann gestern. Irgendwie hat es da gespackt, keine Ahnung. Ich habe gestern Morgen mein Video sehr, sehr früh hochgeladen und es war dann irgendwie für mich schon nicht sichtbar. Normalerweise sehe ich Videos, die noch nicht gelistet sind, weil sie noch geplant sind, sehe ich eigentlich schon bei mir unter Videos, aber das habe ich da schon nicht gesehen. Dann habe ich das nochmal hochgeladen und das hat dann schon ewig lange bei der Verarbeitung gebraucht und, also nur Probleme. Und irgendwann habe ich dann ja in den Community-Tab geschrieben, dass da irgendwo was nicht ganz kuscher ist. Und ich konnte das leider erst dann zu Hause checken, aber ich habe dann doch gesehen, irgendwo war es denn ja doch da. Einige konnten es gucken, einige haben bei mir im Discord die Link-Aufforderung bekommen, konnten es dann auch sehen. Aber ich selber habe am Handy immer ab und zu mal schauen können und habe gedacht, naja, 8 Aufrufe den ganzen Tag über, so schlecht ist mein Kanal ja jetzt noch nicht geworden. Also irgendwas hat da gespackt bei YouTube, keine Ahnung. Ich konnte auch die Webseite hier an meinem normalen Rechner nicht mehr richtig aufrufen des Videos. Da wurde mir nur das Video angezeigt, aber nicht mehr die Beschreibung. Gar nichts, das war alles irgendwie leer. Irgendwas war da nicht ganz taco, aber heute ist auf jeden Fall dreh dich nicht um. Das Motto dieser Folge, also dreh dich nicht um, der Plumpsack geht rum, so heißt es ja eigentlich wirklich. Und ich gehe im Moment mit diesem Account hier so ein bisschen durch die Clans durch, beziehungsweise ich schnorre mich durch die Clans so ein bisschen durch, denn der Account hier ist raus aus dem Clan Spätzle mit Soße. Denn wir sind dort, oh, den nehme ich ohne Clanbook mit. Denn wir sind dort zu viele Leute geworden, die da angefragt haben. Und deswegen hatte ich mir gedacht, gehst du einfach mit dem Thorsten raus. Denn und machst Platz für andere. Ich muss da nicht unbedingt 2 Accounts haben. Das ist eigentlich so ein bisschen der Hintergrund. Ich muss da nicht unbedingt. Okay, mal sehen, wo die Mauerbrecher hingehen. Ich bin im Moment nur mit Queen bewaffnet. Ihr wisst genau, da hinten ist der erste Tesla. Wer die Folge von mir schon gesehen hat oder auch woanders. Das ist immer so, dass da dieser böse, böse Tesla ist. Aber ja, sind wir mal ehrlich, so böse war der jetzt gar nicht. Aber habe ich jetzt mal wieder einen Doppelwut geworfen. Naja, das ist auch wieder typisch. Ich habe mal wieder einen Doppelwut geworfen. Ich will aber auch nur das Dunkle haben hier. Mehr geht es mir nicht. Der hat natürlich da hinten noch ein paar Bohrer stecken. Da gehen jetzt die Magier leider hin, weil es die nächsten Ziele sind. Und hier nehme ich mal den Heil jetzt für die Päckis. Rechts tanken meine Riesen jetzt gerade für die Queen hier. Aber außen, ja okay, die beiden Magier, die packen da natürlich nichts mehr. Aber die Päcker könnten hier jetzt... Ah okay, das ist eine gute Kombi. Zwei Riesenpäcker dahinter und jetzt verfangen. Ja, jetzt habe ich sowieso gewonnen, denn jetzt sind hier die Päcker bzw. die Riesen auf der Ecke da in Heilung. Meine Queen kann jetzt ruhig sterben. Das ist nicht so schlimm. Denn wie viele dunkle Lager haben wir denn noch? Oh, wir haben nur noch das eine. Also nur noch das eine dunkle Lager hier. Dann haben wir das auch geschafft. Ich bin so ein bisschen oldschool unterwegs. Only Elex. Im Moment, meine nächste Truppe hat dann, glaube ich, wieder mal ein bisschen Dunkles dabei. Aber ich habe ganz, ganz wenig, denn ich habe eben meinen King angestoßen auf den nächsten Level. Also deswegen ist das auch erstmal nicht so schlimm, dass ich nicht in irgendeinem Clan bin, wo ich dann sowieso keinen Clan-Krieg mitmachen kann oder mitmachen werde. Und wir haben jetzt schon 71%. Das läuft ganz gut. Das können wir hier beenden. Ich bin auch im Vollboost. 3,6 kann sich sehen lassen. Aber ich hatte jetzt keine Clanburg dabei und möchte natürlich ganz gerne ein bisschen Clanburg mitnehmen. Wenn ihr also ohne Clan seid, was macht man? Man geht entweder ins Global oder man joint irgendeinen Clan. Die heißen ja meistens Quest and Leave oder and Run oder weiß der Geier. Das Witzige ist nur, du findest hier auch immer Clans. Habe ich jetzt eigentlich nachgebaut? Habe ich nachgebaut gerade? Habe ich gerade? Ah ja, ich habe ja nachgebaut. Okay, na, dösig. Okay, ich habe ja nachgebaut. Nee, Join Clan, Request. Und aber es gibt ja auch welche Request and Leave, die sind einfach voll. Da kannst du dann natürlich nicht requesten, weil du erst gar nicht reinkommst. Und dann kannst du auch nicht leaven,
weil du ja gar nicht reinkommst. Also das ist immer ein bisschen doof. Invite only, das ist auch ein bisschen dusselig, aber ich schaue mal, dass ich hier ein paar Truppen bekomme. So mache ich das in der Regel dann. Troops please. Mal sehen, ob die mich annehmen. Ansonsten muss ich jetzt gleich ein bisschen hier im Global trollen und mir hier ein bisschen was zusammenschnöseln. Mal sehen, wie ich das mache. So ein bisschen rumschnorren heute. Okay, Clanburg voll und ihr seht, dass da fliegen gerade noch so ein paar raus hier, obwohl ich schon wieder aus dem Clan bin. Das habe ich jetzt auch mal probiert. Ich habe nämlich jetzt in dem Clan, wo ich mir gerade meine Truppen geholt habe, auch einfach mal ein paar Ballons gespendet und bin dann raus während der Spende. Und ihr habt das gerade gesehen, die Ballons fliegen dann noch so nett raus. Aber ich bin hier im Boost, das heißt also eilig, eilig, eilig. Wir müssen hier unbedingt irgendetwas angreifen, damit uns der Boost nicht ganz oder damit mir der Boost nicht ganz wegläuft. Denn er läuft mir schon häufig genug weg. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit hier. Das ist kein Ding. Was haben wir denn jetzt eigentlich drin? Oh, ein Drachen und zwei Loons. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, da kann ich mit leben. Ich meine, 2,9 ist jetzt nicht so super viel, aber meine Truppe ist ja auch jetzt nicht gerade so ultra teuer. Deswegen können wir die, denke ich mal, ruhig machen. So, da, was haben wir gesagt? Ein Drachen und ein Loon, ne? Dann funneln wir hier mal. Dann funneln wir hier mal mit unserer Clanburg. Und gehen hier jetzt mit unseren Packers rein. Das heißt, wir haben jetzt schon mal den Funnel gemacht. Einmal, jetzt müssen, ja, die müssen eigentlich reingehen. Ja, die gehen rein. Die Queen könnte jetzt ein bisschen nach außen rennen. Macht's aber nicht. Und die Packers hier, die sind jetzt ganz, ganz wild auf die gegnerische Queen. Wie immer. Ja, die sind ganz gierig drauf. Habt ihr ja gerade gesehen. Ist auch merkwürdig, ihr Frau. Aber naja. Zumindest zum Umnocken hat's gereicht. Und jetzt haben wir noch drei Heilzauber, 13 Hogrider habe ich hier dabei. Oh, die gehen, die teilen sich jetzt aber da so ein bisschen doof. Da muss ich mal kurz den Queen, den King hier ins Gebet nehmen. Das heißt ins Giftgebet. Sonst macht er mir meine Queen nämlich kaputt. Also so ein 10er King hier, der matcht die hier um, aber die ist ganz gut in Heilung gewesen. Und welchen Packer retten wir hier jetzt? Wir retten jetzt den Packer mal. So, dann kann meine Queen da auch noch ein bisschen überleben. Und der Päcker kann einfach noch ein bisschen was holen, denn wir haben ja immer noch, wir haben ja noch gar noch nichts am Dunklen geholt hier. Oh, wie bitter. Ach, das steckt alles in den Bohrern hier. Ah, das ist natürlich Mist. Das ist natürlich Mist. Der Päcker ist jetzt schon weg. Ach, schade, schade, schade. Der Päcker wird geheilt. Okay, dann nehmen wir hier mal unseren zweiten Heilzauber. Ein paar werden jetzt nach außen reiten. Ein paar ist gut. Einer. Suboptimal. Das war noch nicht so ganz so dolle. Okay, da sind jetzt aber noch mal drei, die dahin gehen. Hier hinten. Und ja, da können wir noch mal einen Heil schmeißen. Dann ist das gewesen hier. Dann kriegen wir das Dunkle. Sauber, Toto. Also so kann man es machen. Einfach mal wieder so ein bisschen als Farmtipp-Armee. Rathaus 9. Only hier. Ja, nicht ganz only Elex. Ich habe jetzt ein paar Hogrider dazu genommen, aber ich bekomme in jedem Fall mehr Dunkles wieder raus, als dass die Hoxie jetzt gekostet haben. Und von daher ist das in Ordnung. Eben war ich übrigens nicht in einem Reckendief-Clan, sondern ich habe mir übers Global dann die Truppen eben geholt. Das klappt aber in der Regel ganz gut. Also ich komme so wirklich, wirklich gut klar und bedanke mich dann immer ganz brav. Spende meistens auch, so wie eben, habt ihr gesehen. Also dann, ich bin dann auch nicht der dann sofort wieder geht. Kurzer Smalltalk. Derjenige hat mich natürlich gefragt, hey, willst du mit den Krieg? Und hast du schon Clanspiele gemacht? Kannst du uns helfen? Habe ich aber alle schon gemacht. Und Clankrieg ist natürlich im Moment nicht drin, weil ich ja zurzeit so ein bisschen am Helden machen bin. Das solltet ihr in jedem Fall auch machen. Und ja, dann würde ich sagen, trollen wir uns wieder im nächsten Global. Ach so, das ist immer noch der Global. Okay, dann ich wechsle eben mal den Global, damit ich nicht jetzt schon wieder im gleichen Global so fürchterlich schlecht auffalle. Und dann sehen wir uns gleich kurz nach einem kurzen Cut wieder. Ich muss das Spiel einmal durchstarten. Und wo wir schon mal in einem anderen Clan sind, also ich habe jetzt wieder übers Global angefordert hier. Vielen lieben Dank dem deutschen Global hier. Es ist, glaube ich, ein deutscher Global. Ich bin im Clan Reality. Nee, es ist der Charakter Reality im Clan Valyria. Und mal sehen, wie er sich gegen diesen kleinen Angie hier geschlagen hat. Aber der kleine Angie hat eine gar nicht mal so schlechte Base hier. Zumindest sind die Luftabwehren hoch. Und Reality greift ja auch mit Luft an. Aber die Queen wieder ganz
Ja, okay. Ihr kennt das selber, die Queen macht immer genau das, was sie nicht machen soll. Jetzt ist hier natürlich der Super-Tesla und die Queen ist noch nicht gezündet. Ich weiß gar nicht, warum. Nee, zünden braucht die noch nicht da. An der Stelle braucht sie noch nicht zünden. Aber okay, der Elektrodrache hat jetzt nicht mehr ganz so viel Leben. Ich guck mal rein. Jetzt macht die da erst das Lager, anstatt sich jetzt mal schon mal um den Drachen zu kümmern. Aber jetzt muss. Oh nein, nicht gezündet. Okay, hat er wahrscheinlich nicht mit gerechnet, er oder sie, dass der Drache so schnell lädt. Das kannst du aber eigentlich sehen an diesen Hörnern da auf dem Rücken, wie schnell oder wie langsam er letztendlich auflädt. Und jetzt lebt er noch so ein. Ja, ist ein Problem. Ja, ist ein kleines Problem. Jetzt lebt dieser dusselige Drachen noch und der braucht natürlich hier, um den Truppen hinterher zu fliegen. Aber ihr habt das gesehen, er macht jetzt schon ganz nett die Loons hier kaputt. Nämlich immer schön drei, vier Stück. Ich weiß gar nicht, ich glaube, auf fünf Ziele springt er über. Aber jetzt hat er hier endlich die Welpen drin und die brauchen ja jetzt nicht mehr viel. Lädt er nochmal auf? Ja, da schafft er nochmal drei Welpen, glaube ich, waren es. Und dann ist das hier gewesen. Ah, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht hier, das passt so. Wo ich schon mal hier bin, habe ich das jetzt mal gerade für euch festgehalten. Einfach mal. Ich habe heute noch gar nichts vom CK gesehen, deswegen ist das auch das erste Mal für mich hier. Ein Hund nicht ganz aufgeplatzt, aber es reicht zum Cleanup hier gegen den kleinen Angie-Account hier, der Nummer 8. Ja, cool gemacht. Und ich bedanke mich jetzt hier für die Truppen einmal. Dann verschwinde ich auch wieder. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Dank. Für die Truppen und viel Erfolg. So, da bin ich mal ganz nett. Also einmal vielen lieben Dank. Okay, oh, mit 2 A, alles klar, Toto. Naja, ist egal. Ist egal, gehen wir raus und suchen hier einen neuen Gegner. Na, mal gucken. First Click war nix. Okay, Second Click war es auch nicht, aber es war so. So, 20. Klick, weiß ich nicht genau. 5085, die können wir uns hier nicht entgegenlassen. Die Base hier ist, die ist nicht tot, oder? Ah, die sind nicht tot. Okay, da müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Die Bohrer sind dort und dort, ah, an zwei Seiten postiert. Okay, da sehen wir zu, dass wir wenigstens einen Bohrer, würde ich sagen, bekommen. Was habe ich denn eigentlich in die Clanburg gekriegt? Oh, 6 Riesen. Okay, 6 Riesen, da kann ich was mit anfangen, weil ich ja sowieso schon so viele Riesen habe. Sind, noch mehr Riesen, noch mal besser. So will ich das mal sagen. Einmal hier gefunnelt und jo, das ist ein bisschen dusselig. Mal sehen, ob der Magier das da noch wegbekommt und der andere Magier das wegbekommt. Dann kann ich hier jetzt mit meinen Packers rein, nehme die Clanburg hier mit und nehme die Riesen und ich nehme einfach mal meine noch mit dazu. Kann ja nicht schaden, reichlich Riesen hier dabei zu haben, aber der Funnel war nicht gut. Ach, Tote, der Funnel war mies. Der Funnel war wirklich mies. Da müssen wir hier jetzt mal springen. Und ja, ich kriege das Lager da hinten nicht weg. Ich kriege das Lager da nicht weg. Das ist natürlich blöde. Denn ich würde jetzt ganz gerne meine Queen schicken. Die geht nach außen. Nein, die geht rein. Ei, das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja Hammer. Das ist ja Hammer. Oh, wir haben ja schon ein bisschen mehr Truppen hier in der Base. Da haben wir schon mal. Aber wir haben diese nervige Queen, die ist jetzt aber auch, ja, die ist jetzt auch weg. Also einmal das Lager bitte erstmal außen da gemacht, Queen. Gut. Das hatte ich schon mal nicht schlecht gemacht. Hier schmeiße ich mal mein Heil. Und in der Mitte ist schon mal ein Päcker am Räumen. Ja, das sieht doch ganz entspannt aus. Außen lasse ich mal zwei Magier jetzt mit dem Päcker mitlaufen. Aber hier, ich habe hier in der Mitte auch einen Päcker. Und ich darf nur die Queen nicht hier vergessen. Und mal sehen. Dann haben wir die Clanburg gerade geschafft. Wir haben gerade das Rathaus geschafft. Also sollten wir den Bohrer hier auch noch bekommen. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen auslaufen. Queen stirbt jetzt an irgendetwas da oben, an was auch immer. Und, ah, schade. Ah, der Pekka hat es nicht gepackt. Ah, ja. Mist, Mist, Mist. Der Pekka hat es nicht geschafft und da kommen die Magier nicht mehr ran. Ah, schade. Naja, 1350, aber ich glaube, wir haben trotzdem noch ganz gut mitgenommen. Bisschen gehemmt hier, dass ich jetzt keine volle Mannschaft mit dabei habe. Mit King geht es dann halt noch mal ein kleines Stück besser. Aber der Packer geht hier jetzt auch nicht mehr rein. Und die beiden Magier, na, es wär, vielleicht machen die ja noch die Mauer. Oder sie gehen mit dem Packer mit. Oh, der eine Magier, der entscheidet sich noch mal rein. Aber ich glaube, der Minenwerfer braucht jetzt, naja, da braucht er ein bisschen zu lange für, schade auch.
Ja, so kann man es aber machen, also ein bisschen Tropengeschnort. Ich weiß nicht, ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch macht, wenn ihr mal so ein bisschen den Wandervogel spielt, wie ich das ja immer ganz gerne mache. Ich suche mir einen, das heißt, ich habe eigentlich schon einen Liga-Clan. Liga dauert aber noch ein bisschen, also irgendwo werde ich jetzt hier in CK mitspielen, mal sehen wo. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir am Ende einen Daumen da und ich verbleibe euer Toto. Fest.